So, meine Lieben, jetzt geht es los mit unseren Schötungen, mit den Pigmenten. Ich benutze dazu ein Bild, ein älteres Bild, das ich schon irgendwo mal angelegt habe. Da ist so eine kleine Collage drauf und die XL-Köckelpaste und ich habe irgendwo mal Buchstaben auch mal abgedruckt. Also einfach mal so ein Chaosbild, den ich ja, jetzt einfach mal mit den Pigmenten vollenden oder auch verändern kann. Ich habe als erstes mal hier dieses Grau, Metallic Grau genommen. Und als erstes sieht ihr schon, dass die Pigmente, obwohl sie mit Wasser versetzt sind, verteilen sich doch nicht so wie eine ganz normale Acrylfarbe, die verdünnt ist. Also die verteilen sich doch mal wesentlich dickflüssiger. Da musste ich ja noch mehr Wasser drauf tun. Das habe ich jetzt gemacht, indem ich ja drauf gespritzt habe. Als nächstes nehme ich dieses wunderbare Magenta, welches ich mehr mit dem Spiritus, mit dem Alkohol verdünnt habe. Und da könnt ihr sehr gut erkennen, dass die Farbe wirklich wunderbar ist. Das ist ein sehr schönes Rot und das verteile ich jetzt einfach auch mit dem Pinsel weiter. Es stört mich auch überhaupt nicht, dass sich das hier vermischt hat. Das sollte durchaus so sein und ich arbeite jetzt hier auch überhaupt nicht an der Komposition. Ich beschmutze im Prinzip die Leinwand noch weiterhin mit den Pigmenten und dann sehe ich letztendlich nachher, was sich daraus ergibt. So, als nächstes das wunderbare Grün. Das ist auch sehr schön aufgelöst. Das war ja das, was ich auch mit mehr Alkohol aufgelöst habe. Und ja, das vermischt sich natürlich auch wunderbar. Ich verteile das aber durchaus auch weiter mit den Pinsel. Was man jetzt schon sagen kann, ist es tatsächlich, dass die Farben wesentlich intensiver sind. Also es passt ja nicht unbedingt jetzt zu unserem Wabi-Sabi-Thema, aber die Farben sind natürlich wunderbar und die kann man ja auch wunderbar benutzen. Dann dieses schöne pinke Pigment, das verteile ich ja unten bei dem Rot, damit das Rot ein bisschen aufgehellt wird und verteile das nach unten, mische das teilweise mit dem Rot und natürlich dann auch auf die Buchstaben drauf. Letztendlich könnte da ja etwas vorschauen, muss es aber nicht. Da habe ich jetzt noch das wunderbare helle Rosa genommen und wiederhole das natürlich im oberen Teil des Bildes, damit es ja kompositorisch etwas hergibt und verteile das Ganze. Ihr seht ja aber auch bestimmt, dass sich das alles in der Mitte sammelt. Das sieht man natürlich durch das Licht, welches hier sich ein bisschen bricht, nicht so genau auf dem Video, aber die Leinwand ist zwar eine sehr gute Qualität, es sammelt sich aber doch alles irgendwie in der Mitte. Und ich gehe jetzt mal als nächstes mit dem Goldpigment drauf. Das Goldpigment setzt sich normalerweise immer oben. Und ja, hier sieht ja, dass in der Mitte ist schon eine ganz, ganz große Pfütze. Und die werde ich jetzt ein bisschen nach außen mit dem Pinsel verteilen. Und ja, im Prinzip die Farben, die sich da vermischt haben, diese Rottöne, die ja im Prinzip jetzt theoretisch lila geworden sind, die verteile ich jetzt auch ein bisschen nach außen. Es stört mich aber nicht. Ich merke aber, dass man durchaus vielleicht auch noch mal ein weiteres Experiment machen könnte, indem man die Pigmente nicht mit Wasser versetzt, sondern nur mit Acrylemulsion und dann in so einem dickeren Zustand miteinander vermischt. Das mache ich jetzt als
Nächstes noch, ich zeige euch dazu natürlich noch ein Video, aber ich habe jetzt hier so viel Pigmente noch übrig und auch so viel auf diesem Bild, dass ich mich entschlossen habe, wie ihr gleich bemerkt, dass ich noch ein weiteres Bild nehme, welches ich noch hatte, und werde dieses Bild hier hinlegen mit Hilfe von der Corinne, die gerade bei mir ist. Und ja, ganz mutig mache ich diese überschüssige Farbe hier drauf. Und dann das Bild natürlich zuerst weg und das Rest verteile ich auf dem nächsten Bild. Da ich ja noch wunderbar viel von dem Rosa habe und auch von dem Gold, werde ich das hier verteilen. Das ist auch wieder ein altes Bild, welches ich in irgendeinem Seminar angelegt habe mit der XL-Kröckelpaste und mit einem grünen Pigment. Der Unterschied ist es, dass ich hier auf einer rohen Leinwand gearbeitet habe. Das heißt, diese Leinwand war nicht vorgrundiert und dadurch verteilt sich die Farbe ganz anders. Das heißt, die Farbe wird mehr von dem Leinwand geschluckt, weil es einfach die Leinwand, ja, saugt das einfach alles auf. Ich verteile das Rosa hier sehr gut weiter und werde auch mit dem Gold arbeiten. Aber ich merke auch, und das werdet ihr merken, wenn ihr mal auf eine leere bzw. nicht grundierte Leinwand arbeitet, dass sich die Farbe wirklich hier ganz anders verhält. Ich habe noch von diesem wunderbaren hellen Pigment etwas. Das verteile ich hier oben, damit ja, das Bild durchaus in komplett Komplementärkontrast ist. Also auf das Grün kommt jetzt Magenta und ein helles Rosa. Und wir lassen uns überraschen, was das wird. Es ist natürlich nicht unbedingt Wabi-Sabi, aber wir wollten uns auf dieses Experiment einlassen. Und ich habe euch versprochen, dass wir hier noch etwas machen. Hier weitere Rest von diesem Rosa. Ich verteile das großzügig auf das Bild und ich finde es durchaus interessant, wie sich das hier auf die Crackle-Paste verteilt, beziehungsweise auch auf die nicht grundierte Leinwand, die das im Prinzip sofort aufsaugt. So, jetzt hier das Rest von dem Rosa nochmal verteilt und mit Pinsel wieder direkt auf die Leinwand. Also ich finde es wunderbar, wobei die Leinwand schluckt schon ganz viel von der Farbe und das wird richtig aufgesaugt. Aber das Grün ein bisschen noch da lassen und durchaus interessant. So, und am Ende kommt noch das Gold. Das hat jetzt wirklich mit unserem ruhigen Wabi-Sabi nichts zu tun. Aber ich finde es ja, wunderbar. Und das ist echt eine super Farbe. Das Pigment habt ihr aber gesehen, das setzt sich aber durchaus auch immer noch auf dem Rand von dem Becher, und ja, hier muss ich das sehr vorsichtig verteilen, dass ich das nicht komplett alles vermische. Aber ihr seht ja, das Pigment schwimmt auf der Oberfläche, also schwimmt oben. Ich habe jetzt das Gold verteilt und jetzt mache ich noch ein bisschen vielleicht mit Alkohol
beziehungsweise auch mit Wasser das Ganze noch ein bisschen in die richtige Ecken, aber in dem Stadium würde ich das Bild auch trocknen lassen. Also jetzt momentan haben wir zwei Bilder, die ja hier trocknen lassen sollen, und dann sehen wir, wie es weitergeht.